Hallo Leute und hallo Dr. Banane, der sich gerade wieder aus dem Kofferraum gequält hat. Ja, mit dabei sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen. Flufu. Ja, hallo. Moa. Moin. Und Dr. Banane. Hallo Dr. Banane. Ja, moin. So, okay. Wir wollen jetzt zu, wir machen hier heute die, ja, Bergsteigen oder was? Oder was war das gerade? Parcours fahren. Ja, Parcours fahren, genau. Hindernisparcours hier. Wir wollen zur nächsten Hauptmission, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Und das noch ein bisschen hin. Wir versuchen, dass wir es hinkriegen. Weil, wie ihr wisst, wenn wir hier immer durch die Gegend fahren, irgendwas passiert ja immer. Ja. Oh, oh Gott, das will. Alter, ich glaube, dieses Auto ist ja der Horror. Ich glaub, entschuldigen Sie bitte, fahren Sie vorsichtig rückwärts. Ich sitze im Kofferraum. Schade. Ich hab schon leichte Kopfschmerzen. Ich glaube, das erste Problem, was wir haben würden, ist, dass die Karre gar nicht 1,6 Kilometer mehr halten wird. Doch, die hält. Das ist ein super Fabrikat hier. Mit 2,5 Liter Maschine. Die 2,5 Liter Maschine von Sumi, genau. Ja, und Sum, Sum macht die. So, hier sind schon die ersten Gegner. Mal gucken, was sie tun. Gar nichts. Oh. Sei Dank. Ach, das war ein Konvoi. So, wir kürzen hier mal ein bisschen ab. Oh, Moa, seine Abkürzung könnte tödlich sein. Für wen? Für uns. Oh Gott, achso. Okay, wir hätten mal diesen Panzer klauen sollen. Das hätte uns vielleicht bei der Mission was bringen können, oder? Ah, das sind eine Menge Gegner, ne? Ja, das macht nichts. Wir steigen jetzt hier aus. So, und dann hallo. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das wird doch wieder nichts mit einer Mission. Doch, wir holen uns. Die Mission ist jetzt erstmal, uns diesen Panzer anzuholen. Das ist eine Unidad-Patrouille, ne? Oh, das wird nichts. Das wird nichts. Wenn wir das klauen, nein. Das. Lass mal Wetten drauf schließen, was das hier wird. Ja, die sind doch gleich schon tot. Ich hab die doch gleich alle schon. Ja, warte, ich möchte ein Messer. Wo ist der letzte? Wie viele Leute können denn da mitfahren? Zack! Ja! Ja! Hier kann man übrigens noch gut da. Ja. Warte mal dann. Guck mal, die haben noch nicht mal Alarm geben können. Was ist das hier? Wir lassen die Rebellen, Hallöchen. Sie den Nachschub finden. Wer fährt? Uns später dann. Ja, ich seid ihr denn überhaupt schon drin? Ja, ne? Jupp. Okay. Cool. So. Oh. Ja, easy. Hey. Sieht doch gut aus. Wollt ich den wegschießen? Boah, der fährt ja. Oh, Alter, Alter. Wenn du irgendwas schießen kannst, ja. Die Lenkung ist ein bisschen. Sieht jetzt aus, solange wir den haben. Ja, ich glaube, es wird nicht lange vorhalten. Aber der ist ganz schön schnell. Der macht ordentlich Speed, ja. So, jetzt müssen wir links über die Brücke. Das wird jetzt das erste Hindernis. Oh, der hat eine Bremse, die ist richtig stark. Also wir sind gerade verdächtig. Boah. Ja, ich weiß zwar nicht, was Sie dann als schwer kriminell ansehen, aber wir sind verdächtig. Wahrscheinlich wegen meiner Fahrweise. Links, ne? Links, hallo, ja, hinter uns. Ja, die Bremsen, weißt du doch, die greifen nicht. Ja. Ich glaube, wenn du hier ganz... Ich kann mal einen Test machen, wie schnell diese Bremse gehen. Oh, das... Nee, da sollen wir doch nicht mehr bremsen. Aber die Steuerung von der Kanone, die ist ziemlich träge. Boah! Eiskalt! Die Leute, die bei mir zugucken, werden sich übergeben hier. Dann sollten sie bei mir gucken. Das läuft's gut. Aber der fährt nicht mehr so schnell. So, hier ist dicke Party angesagt. Wollen wir hier stehen bleiben? Nein. So, hier kannst du dich mal ein bisschen austoben. Guck mal, da rechts gibt's Versorgungsgüter und da sind Dokumente. Macht schon wer was? Da steht ja einer. Wir können ja nichts machen. Komm, einfach mal draufschießen, die kommen schon raus. Genau. Da ist auch schon einer. Guck mal, der schaltet schon die Knarre drauf. Komm, Marc, das hier. Ja, ist er. Oh nee, Leute, das endet doch wieder böse. Ja. Hinter uns ist doch Part. Oh! Wir müssen nur schießen. Wer schießt denn hier? Schieß mal bitte zuerst auf den Heli. Getötet. Oh verdammt. Da oben auf dem Turm. Ich hackel wieder hier. Scheiße.
Wenn du jetzt nicht schießt, können wir gleich aussteigen. Ich glaube, wir können aussteigen. Wir sollten einfach weiterfahren. Ja, wir fahren weiter. Boah, Alter, das fährt ja gar nicht mehr hier. Lass du nicht hört ihr das? Hört ihr das Bollern? Oh, das quält das bin ich. Ich fliege hier hin und her. Nee, das Problem ist, ich hab das ist ja oh, jetzt rutsche ich auch noch rutschige Straße hier. Oh. Oh. Wieso am Versehen der Botschafter? Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur, dass der in uns reinfährt. Du musst den Zivilisten bei dem App schießen. So, wir haben jetzt nur 3 Kilometer. Das schaffen wir. Da war wieder irgendein Typ zum Verhören, ne? Da sind wir gerade ja, aber wir fahren dann immer an sowas vorbei. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich auf der Straße zu bleiben. Aquaplaning hier. Wirklich, ey, das Ding ist aber auch. Schießt hier immer mehr, oder was? Ja, ich wollte hier die Straße frei machen. Ja, die armen Zivilisten, die können auch nichts dafür. Vielleicht haben die einen Regentanz gemacht. Baumann schickt uns ein Video. Sie hat das war ein Schläfer. Zu ja. Das ist zu früh aufgewacht. Oh, das so. Oh, ah, im ersten Gang ist immer schwierig. Jetzt röhrt er so ein bisschen, ne? Ja, guck mal, da sind doch schon wieder Gegner. Da kannst du mal drauf schießen. Nein, bloß nicht. Das sind komm, die Unilad-Dinger da. Ja und? Die hau drauf. Ah, oh, scheiße. Das Ding fährt wirklich miserabel, ich muss es sagen. Also der hat definitiv kein Sportfahrwerk. Aber dafür liegt er schön tief im Panzer. Ja. Die Bremsen funktionieren immer noch ganz gut. So, Autobahn. Oh, hau doch mal den weg, Marc. Zu spät, okay. Ja, der Motor brauchst du doch irgendwann mal eine Wasserkühlung, glaube ich. Ja. Regnet doch genug. Ja, wir sind ja gleich da. Nicht möglich hier, irgendwas zu machen. Aber dass diese Panzer auch so wenig abkühlen, das kann ja auch irgendwie nicht sein. Er wird auch immer langsamer, irgendwie habe ich das Gefühl. Das geht immer gerade bergauf. Ja, aber der ist auch irgendwie, wo es schon nicht bergauf ging, vielleicht relativ langsam links, gefahren mittlerweile. Oh, jetzt geht's bergab. Jetzt geht er wieder, gibt's wieder Power. Oh oh. So, weg. Oh Gott, ey. Das ist Raudi hier. Na, jetzt ist nun gleich Feierabend, ja. Da geht nicht mehr so viel. Aber wir haben das doch gleich. Wie viele Kilometer sind es noch? Naja, kommen die 800 Meter, das schafft er. Ich habe ein verfügbares Video. Ja, blinkt bei mir die ganze Zeit auch schon aus. Oh, da ist auch irgendein Stern. Langsam. Oh, jetzt hacke ich wieder. Oh! Ja, ich steig das schon mal aus, ne? Oh, ich bin tot. Super. Maximal kurz anhalten, dann steige ich mal als rauchender Sanitäter hier aus. Okay, es ist nicht gut, aus einem fahrenden Fahrzeug auszusteigen. Weil das kennt man ja schon aus den ersten Folgen. Der kann gar nicht sein, das muss ich nochmal prüfen. Machen wir hier so eine Straßensperre. Moa, würden Sie bitte aufhören, mich zu teammaten? Das ist die neue Behandlungsmethode. Die funktioniert super. Oh oh. Ja, guck mal, da kommt gleich noch die Patrouille. Ja, und wir sind gejagt, GG. Geil. Ja, das ist deine Schuld. Oh, Einsatz fehlgeschlagen. Einsatz fehlgeschlagen, wer hat denn den hier jetzt? Na Spitze, was ist denn jetzt los? Sie wurden ja, entdeckt. Von also? Unserer Streife hier. Das war nicht gut. Nee. Natürlich war das gut. Jetzt wissen wir, wie der Einsatz nicht geht. Super. Ja gut, dass man aus dem fahrenden Auto aussteigt, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht Bestandteil der Mission. Ja natürlich, das muss getestet werden. Also wenn man schon aus dem Auto aussteigt, sollte man nicht sterben dabei. Okay, hier geht's nicht lang.
Das habe ich gerade getestet. Gut. Wir müssen irgendwie wieder hochkommen, ne? Ja, ich glaube, hier vorne geht der Weg lang. Ja, das sieht doch gut aus. Ach, da oben, ja. So, das heißt... Ach so, ja, steht auch in der Einsatzbeschreibung, ne? Finden Sie Casitas Assistenten, ohne entdeckt zu werden. War eigentlich ganz eindeutig. Ach, diese Kleinigkeiten immer. Immer dieses ohne entdeckt zu werden. Ja. Was soll denn das? Müssen wir die Leute vorher töten, bevor sie uns sehen. Ich würde sagen, erst töten, dann fragen. Kavi, mein Typ hat keine Ausdauer mehr, der kann nicht mehr laufen. Jetzt überfahren mich hier NPCs hier schon wieder fast. Oh oh, Vorsicht. Wir haben Gesellschaft. Ja, okay. Da ruft uns gerade jemand an. So, platzieren Sie Wanzen, ohne entdeckt zu werden. Das wird doch nichts. Wollen wir gleich abbrechen, oder? Okay, ich bleib draußen, ne? Ja, besser so. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen. Ich flieg hier schon mal mit einer Drohne. In der Nacht. Einer von euch zufällig ein Nachtsichtgerät? Einfach N drücken, dann sollten wir es alle haben eigentlich. Und nicht. Ah ja. Ja, aber für die Drohne leider nicht. Die müssen wir, glaube ich, achso, ja, das musst du freischalten. Das musst du freischalten. Alter, wie willst du denn da reinkommen? Wie willst du denn da reinkommen? Ja, Leute ausknipsen. Mit dem Schalldämpfer. Ich hab nur einen mit der so? Sniper. Zeit am Boden. Ja, so ungefähr. Einsatz fehlgeschlagen. Ah, okay, also totschießen ist auch nicht so das Wahre. Ohne entdeckt zu werden, also... Wenn wir den ersten abknallen, der zweite sieht ja, dass der eine da liegt, dann ist ja. Man eigentlich im Endeffekt schon entdeckt. Eigentlich soll man da, glaube ich, gar keinen abknallen. Ja, ist das keine Mission für uns. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich ganz schön schwer. Ja. Ja, das Spiel ist unschaffbar. Also bis zu dem Punkt und weiter geht's eigentlich genau. Nicht. Okay, ich deinstalliere es jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Let's play uninstall Wildlands. Ja, wir müssen vielleicht von irgendeiner anderen Richtung irgendwie hin. Kann man vielleicht von welcher Richtung klettern oder so? Ja, also mit Sicherheit, aber ich glaube eher von da, wo die Klippen sind. Wenn wir da irgendwie hochkommen. Ich tarne mich jetzt mal als Zivilist. Aus dem Auto, Amigo. Entschuldigen Sie, können Sie bitte mal aussteigen? Dankeschön. Oh, ich komme hier. Mal gucken, ob die ihre alltägliche Koks-Lieferung akzeptieren. Oh, irgendwas schießt ja schon auf mich. Ich habe auf Moa geschossen. Okay, ich komme von der Seite hier auf jeden Fall nicht hoch. Hat Casitas Helfer vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch okay, ich glaube, wenn ich da jetzt mit dem Van drauf fahre, könnten die das vielleicht als Angriff werten. Ja, ich kriege jetzt an. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos. Ah, Scheiße. Ich hab gestürzt. Ich mach davor meine Straßensperre. Und weg, wie Schatten in der Nacht. Dann kommen hier zumindest keine Patrouillen mehr lang. Egal, ich bin abgestürzt und muss ja mal wieder den Weg finden nach da. Da ist noch ein Teil, einen dritten. Also man kann das Auto, kann man, glaube ich, verwenden, um die Gegner abzulenken. Macht 5 Tangos. Oh. Boah, Alter, was ein Glück. Soll ich reingehen? Ja, wenn du reinkommst. Moa, du hast hier so einen kleinen Stau verursacht, ne? Ja, das habe ich auch mit Absicht gemacht, habe ich ja gesagt. Damit da ist einer vom Motorrad gefallen. Oh, der Arme, das tut mir aber leid. Alter, jetzt Moment. Geht der... Was ist mit dem Typen hier los? Da soll ich mal so, verpissen hier, dann kann ich auch reingehen. Jetzt geht's ihm bestimmt besser. Okay, jetzt haut er ab. Oder? Nee, haut noch nicht ab. Warum geht denn der jetzt da lang? Bist du denn schon drin? Nee, aber ich könnte jetzt gleich, wenn der Typ sich verpisst, dann kann ich reingehen.
Ja, ich gucke mal hier die andere Seite an. Pass auf, da steht ein Typ. Achso, ich gucke die andere Seite nicht an. Aber der steht da so ewig lange, ey. Das löst man auch nicht irgendwie in erhöhter Position den ausschalten können. Ich könnte gerade ins Gebäude rein. Ja, ich auch. Gleich, wenn er jetzt hier sich verpisst. Aber ich glaube, der bleibt hier noch mal kurz ein paar Minuten und dann könnte ich eventuell rein. Ja, jetzt steht er da wieder rum und macht da irgendeine Scheiße. Hallo, ich bin im Gebäude. Ja, dann platziere die Wanzen. Genau. Guck aber, dass da keine anderen Leute noch sind. Ja, ja, markiert ihr die Leute da mal und... über den Zaun klettern, aber ich denke mal, dann sehen die mich dann auch gleich, ne? Wurde hier gerade geschossen? Ne, ich denke mal, ist der Blitz. Ah, okay. Ja, ich war in der Drohne, das hat sich so ein bisschen so angehört. So, da bist du, Marius. Oh shit, oh shit. Oh, da ist... So, ich bin jetzt auch drin. Ja, die Wanzen sind platziert, ich muss raus. Scheiße. Dann warten wir mal. Verlassen Sie den Bereich unentdeckt. Oh, na super, Alter. Hier, Marius, komm mal her. Hier geht's raus, wenn. Aber wir müssen gucken. Sind, ja, genau, deswegen. Lasst euch Zeit. Ja. Komm, lass uns hier hinter der Küche verstecken. Nee, ich weiß, wo der lang geht. Ich kenne die Laufwege von dem. Ist nur die Frage, ob hier jetzt noch einer da lang geht, hier. Im Hausflur. Nee, ich glaube, im Haus wird keiner lang gehen. Also die stehen okay, gerade bleibt, beide der vor bleibt, euch. Der bleibt jetzt etwas länger dort, also... Wir können sonst meinen Weg zurückgehen, ne? Also der ich Weg glaube, ist... Ich glaube, das ist der einfachste Weg. Ja, welchen meinst du jetzt? Den ich gegangen bin? Nee, der von Dr. Banana, der zurück. Also ja. Ich muss hier nur geradeaus durch, damit ich fertig. Dann sind wir sofort draußen. Dann sieht uns kein Schwein mehr. Ich bin verdächtig. Ich bin gejagt, scheiße. Ja, ja. Oh, ja, deswegen... Ach, nee, ne? Da schieße ich gleich aus Frust nochmal ein, ne? Scheiße. Scheiße. Ich wäre jetzt draußen gewesen, verfluchte Axt. Ja, wir hätten es jetzt geschafft. Dann probieren wir es das nächste Mal nochmal in der nächsten Folge, okay? Ja, genau. Bis denn. Ja, tschüss.